1912, Boccioni ist in Paris. Boccioni, italienischer Futurist. Da muss man jetzt Folgendes zu sagen. Unser Kairos ist, ist der erste Überfall auf einen Geldtransport, auf einen Geldboten und auch auf Banken. Damals, 1911 in Paris, mit einem Automobil. Die Bonnet-Bande, das war eine Anarchistenbande, die haben Banken befallen und auch einige Leute erschossen mit dem Automobil. Das war neu in der Kriminalgeschichte. Und wir stellen jetzt das dar im Futurismus, sprich, wir versuchen diesen Dynamismus einzufangen. Und das war das Bestreben von Boccioni und seinen Kollegen, die Bewegung im Raum darzustellen. Heißt, nicht eine Bewegung wie im Film in der Bewegungsabfolge, sondern die Zwischenräume, die entstehen im Raum, wenn jemand durch einen Raum geht. Und damit das darzustellen. Wir haben hier ungefähr 10 Personen, die sich im Raum bewegen, eben im Raum dieser Straße in Paris. Und das ist eine hoch komplizierte Geschichte. Boccioni hätte das malen können, weil er war zu dem Zeitpunkt in Paris und er hatte natürlich auch leichte Anklänge zum Anarchismus, natürlich nicht sowas, aber er stellte bei Bernhard Jem aus, der auch durchaus mit den Anarchisten sympathisierte. Und deshalb hätte er diese Szene durchaus malen können. Hat er nicht gemacht. Gekannt hat das bestimmt. Und wir versuchen eben, oder ich versuche eben, dieses Bild in diesem Dynamismus darzustellen. Man muss dazu sagen, es gibt von Boccioni ein Büchlein, 500 Seiten, nur darüber, wie man das macht. Welche Farben man zu verwenden hat, für Technik rot, für Frauen grün. Die haben auch gedacht, sie können Geräusche darstellen, sogar mit der Farbe. Die haben sich schon ein bisschen verstiegen da. Ne?